Willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ich kann Ihnen für das, was Sie getan haben, gar nicht genug danken, aber ich möchte Ihnen helfen, so gut ich kann. Woran hatten Sie denn gedacht? In der Gegend arbeitet ein Kerl namens Seurat. Aufgrund seiner Geschäfte war er in letzter Zeit viel unterwegs, aber im Augenblick bewohnt er ein Apartment am Earl's Court. Wenn Sie meinen Namen erwähnen, bekommen Sie einen Rabatt auf seine Ware. Er handelt mit, er ist Waffenhändler. Wieso kennt jemand wie Sie einen Waffenhändler? Wo ich aufgewachsen bin, lernt man ziemlich schnell, gewisse Beziehungen zu pflegen. Naja, einen Blumenhändler hätte ich hier auch nicht unbedingt erwartet. Und weil ihr beide so nett zu mir wart, gehe ich jetzt hier rein und wühle ein bisschen in eurem privaten Krempel. Oh. Haha, der alte Safe hinterm Bilderrahmen-Trick. Ein E-Book. Und ihr merkt, gelehrter Punkte fürs Finden von E-Books. Ich habe es bis heute nicht geschafft, alle von den Dingern zu finden. Eins oder zwei habe ich scheinbar immer übersehen. Und ich fürchte, auch dieses Mal werde ich es nicht schaffen, alle zu finden. Tja, Stufe 2 zum Hacken. Das können wir noch nicht, oder? Nein, wir können es nicht. Aber wir haben, soweit ich weiß, oh, wir haben 3 Praxispunkte. Schön, dann stecken wir die doch mal zum einen ins Hacken von Stufe 2. Jawohl. Und ich wollte etwas haben. Was wollte ich denn haben? Tja, den Reflexverstärker. Damit können wir 2 Gegner auf einmal ausnocken, wenn sie in unserer Nahkampfreichweite sind. Wir könnten das Icarus-Landesystem haben. Damit könnten wir von hohen Höhen fallen, ohne Schaden zu nehmen, und Gegner betäuben, die unter uns stehen. Ihr seht das ja auch hier. Oder wir könnten diese schöne Sprungaugmentierung nehmen. Damit können wir, wie der Name sagt, höher springen. Alles sehr, sehr praktisch. Und ich bin nun am Überlegen, was es denn sein soll. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier. Wand durchschlagen wäre auch eine Überlegung wert. Genauso wie ein größeres Inventar oder das Hochheben von schweren Objekten. Tja, was wäre uns momentan am nützlichsten, überlege ich. Ich denke... 2 Leute... Nee, muss nicht sein. Das Icarus-Landesystem. Eher um meiner Schusslichkeit vorzubeugen, als dass es im Moment wirklich nützlich wäre. Ich nehme das Springen. Komm. Gekauft ist gekauft. Ihr seht, das bekommen wir dazu. Und die schönen Punkte sind weg. Ich hoffe mal, ich bedauere es nicht. So, aber wir haben Stufe 2. Dann versuchen wir das mal zu hacken. Kein Code gefunden. Hacky, hacky. Schauen wir mal. Sieht nicht allzu schwierig aus, aber ihr seht die Pfeilchen hier an den gestrichelten Linien. Wir müssen außenrum. Wir können nicht direkt. Dann fangen wir mal an. Oh, und wir werden gleich erwischt. Das könnte knapp werden. Das könnte sehr knapp werden. Ich setze den Nuke-Virus ein. Zugriff gewährt. Jo, und wir haben es geschafft. Wäre vielleicht auch ohne Nuke-Virus gegangen, aber sicher ist sicher. Was haben wir denn? Naja, 120 Credits. Hat sich nicht unbedingt so sehr gelohnt. So. Entschuldigt, ich habe euch ausgeraubt. Was läuft denn im Fernsehen? Pikes TV. Die Spekulationen der Medien über die Geiselnahme in Detroit überschlagen sich. Nicht zuletzt aufgrund der Ankunft von William Taggart, dem berühmten Schriftsteller und Begründer der Anti-Augmentierungsorganisation Humanitätsfront. Auf dem Vorfeld des Wayne County Airport bezeichnete Taggart die Anschläge als eine äußerst bedauerliche Affäre. Ich würde mich gerne persönlich mit David Sarraf treffen, um ihm mein zutiefst empfundenes Bedauern auszudrücken und jegliche Beteiligung der Humanitätsfront zurückzuweisen. Ja, entschuldigt, ich war gerade mal ruhig.
William Taggart, ja, und seine Anti-Augmentierungsbewegung. Ich wollte euch das mal unkommentiert hören lassen. Es ist ja eine große Diskussion in dieser Welt im Gange, also in der Spielewelt. Und Mr. Taggart und seine Leute, denen werden wir sicher noch begegnen. So, ich denke, hier haben wir alles. Tschö, Kocek. Wir gehen wieder raus. Und dann wäre ja da noch die Sache mit Tindl und dem Neuroprozin. Ich denke darüber nach, meinen Pitbull augmentieren zu lassen. Mit ein paar Cyberpfoten, Cybergebiss und so. Was sagst du dazu? Augmentieren? Ja, Mann, das sollten wir. Wie heißt das nochmal? Registrieren? Patronieren? Patentieren. Ja, patentieren. Lassen wir den Scheiß patentieren. Dokumentieren. Ja, wir werden reich, Mann. Du bist ein Scherzkeks. Oh. Noch so eine uneheliche, ehrliche Tochter eines Vogels. Vielleicht haben diese Purity First Spinner ja recht. Vielleicht kriegt man die Regierungen nur so dazu, endlich was zu unternehmen. Und da ist dieses von Carrera erwähnte Sicherheitstor. Wir könnten das jetzt wahrscheinlich hacken. Es hat Stufe 2. Aber ich sagte ja schon, in diesem Spiel führen viele Wege zum Ziel. Zum Beispiel vielleicht über diese Feuerleiter. Und da wir jetzt das Springen haben, kommen wir auch da hoch. Es wäre natürlich auch kein Problem gewesen, sich einfach so eine Kiste da hinten zu krallen und die auf den Container zu stellen. Dann wären wir auch hochgekommen. Aber ist eleganter. So, schauen wir mal. Leiter. Und wir sind auf dem Dach. Und bekommen noch Forscherpunkte. Ist doch schön. Ah ja, und wir scheinen richtig zu sein. Aber wir scheinen im falschen Stock zu sein. Trotzdem möchte ich mich mal umschauen. Aha, aha. Ein Stufe 5 Schloss. Ja, hätten wir jetzt so ein automatisches Entriegelungssystem dabei, könnten wir es einfach dagegen klatschen und die Tür wäre auf. So, hier scheinen wir aber richtig zu sein. Was hier Feuerlöscher hängen, muss ja stündlich brennen. Naja, bei den ganzen Pappkartons, die hier rumstehen, das ist Stufe 1. Ich glaube, wir sind hier richtig. Hecki, hecki. Und ihr seht, die Dinger sind immer anders angeordnet, werden auch mit der Zeit komplexer. Aber das ist ja nur Stufe 1. Na. Und wir wurden schon wieder geschnappt. Aber das reicht noch. Zugriff gewährt. Genau. Und öffnen. Okay, ich glaube, das ist doch nicht Tindles Apartment. Das sagt mir dieses Stufe 4 Schloss hier. Aber wenn wir schon irgendwo einbrechen, können wir uns ja auch umschauen. Hier liegt eine Knarre rum. Und wieder dieselbe Zeitung. Tja, gab's hier denn noch was? Schauen wir mal. Ah, was sehen wir denn da? Ein PDA. Aha, wir haben einen Türcode gefunden. 1029. Oh, 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 oh. Rote Blinklichter sind nie ein gutes Zeichen. Wir speichern kurz. Ich gehe ins Schleichen und ins Gehen und pirsche mich langsam an diese süßen kleinen Minen heran und drücke E, schalte sie ab und nehme sie mir. Verdammt! Okay, ich weiß nicht wieso,
wenn man sich da ganz langsam ranschleicht, explodieren die eigentlich nicht und man kann sie nehmen. Also entweder bin ich gerade an einen Karton gestoßen und der ist umgefallen und hat so die Minen hochgejagt. Oder, nee, es muss so gewesen sein, es anders kann es nicht gewesen sein. Schauen wir mal. So, jetzt bin ich langsam. Also nochmal. Diese hier, ausschalten, nehmen. Ja, diese hier, da steht der Karton davor. Wenn ich den Karton bewege, könnte die hochgehen. Ach komm, machen wir es so. Steh auf. Geh ein Stück zurück. Und wirf. Jo, so kann man Probleme auch lösen. Was haben wir hier? Armbrustbolzen. Schick, schick. Ja, ist irgendwie schon seltsam, dass in einer so hochtechnologisierten Welt noch Armbrüste verwendet werden, aber es sind natürlich keine ganz gewöhnlichen Armbrüste. Ich habe die Armbrust hier, glaube ich, noch nie benutzt. Ist halt eine tödliche Waffe und ich habe eigentlich immer untödlich gespielt. Aber wir können sie uns ja mal anschauen, wenn wir denn eine finden. Ein E-Book, der Mann liest gerne auf dem Klo. Und er schützt sich gerne auf dem Klo. Wer nicht, könnte ja der Charmin-Bär hier reinmarschieren. Der pelzige Perversling. Schublade leer. Auch leer. Oh. Tja, der Safe, für den haben wir keinen Code, oder? Nein. Der Computer hat Stufe 1, den könnten wir hacken. Schauen wir mal. Aha. Okay. Und schon wieder sind wir erwischt. Aber das schaffen wir locker. Jo. Zugriff gewähren. Sicherheitstor-Update. Ja, da ist eine Mail vom Vermieter und wir hätten den Code für das Tor unten. 0002. Sehr originell. Und eine Mail, die uns im Moment noch nicht weiterhilft. Gut, da haben wir nach wie vor nichts, also lassen wir das mal. Und wir gehen weiter. Hat sich jetzt nicht groß gelohnt, wir haben eine Mine kassiert, zwei hochgejagt. Und sonst ist auf diesem Stockwerk auch nichts. Also noch eins runter. Pflanzen müsste mal jemand gießen. Vor allem, wie wachsen die? Hier gibt es kein Sonnenlicht. Stufe 1, wir hacken. Oh, ein Dreieck. Halt, wo lang müssen wir ja? Wir müssen. Dahin, dahin, dahin. Okay. Schützen, hacken und schon erwischt. Ja, ihr seht, je höher die Stufe dieser Knoten, umso länger dauert das Hacken. Das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. Zugriff gewährt. Jo, geschafft. Und ich glaube, jetzt sind wir richtig. Genau, Tindles Computer checken. Das machen wir doch gleich. Tindles Kühlschrank kann ich leider nicht checken, das ist schade. Aber schicke Bude, hm? Gut, über die Couch kann man sich streiten. Die wäre mir ein bisschen zu klein. Aber sonst, ja. Ein E-Book. Wieder leere Kartons. Schubladen. Pistole. Tindel, du Verbrecher. Geld. 520, ja, das lohnt sich doch. Der liest scheinbar nicht gern auf dem Klo. Und sein Computer. Nicht gesperrt, wie schlampig.
Wieder die Nachricht mit dem Tor. Oh, da kommt jemand. Hey, Kinder! Ich weiß, dass du da bist! Na? Laute Einbrecher machen was verkehrt. Was? Du kannst mich doch nicht einfach auf Entzug setzen! Komm schon, Mann, ich brauch mein Lupo. Mir tut alles weh! Zwing mich nicht, was zu tun, was ich nicht will, Tinder! Gute Nacht. Tja, und das war wohl jemand, der von Tindl seinen Stoff bezieht. Und er hat ein PDA. Ah ja. Und ihr merkt, die Sache scheint ein bisschen komplizierter zu sein als erwartet. Ich gehe nochmal an die Mail. Und es scheint nicht so zu sein, als ob Tindl aus reiner Gewinnsucht handelt. Aber wir haben, was wir wollten. Und wir gehen mal wieder raus. Gab es hier noch was? Nö. Ah ja. Ein schicker Eingang. So, hier ist das Tor. Den Code haben wir zweimal gefunden. 0002. Sesam, öffne dich. Und wir sind raus. Papageienlady. Wenn ich mich recht entsinne, sollte der gute Tindl jetzt gleich um die Ecke lauern. Da ist er. Und jetzt konfrontieren wir ihn doch mal.